Hi, ich bin Leo, 18 Jahre alt und mache eine Ausbildung zum Fachinformatiker, Fachrichtung Anwendungsentwicklung. Ich habe mich für diesen Ausbildungsberuf entschieden, weil IT hat mich immer Spaß gemacht, insbesondere das Programmieren. Und deswegen habe ich am Anfang klar, ich mache eine Ausbildung in dieser Richtung. Ich habe mich für die Stadt Wuppertal als Arbeitgeber entschieden, weil zum einen ist die Stadt Wuppertal ein sicherer Arbeitgeber und zum anderen finde ich die Mischung zwischen Verwaltung und IT sehr interessant. Für die Ausbildung brauchst du formell erstmal einen Realschulabschluss und allgemein auch ein Interesse an IT. Und es wäre auch von Vorteil, wenn du schon mal ein paar Zeilen Code geschrieben hast, dass du eine Vorstellung hast, was ist Programmieren, was kommt auf dich zu. Aber wenn du das alles erfüllst, dann komm gerne zu uns. Zum einen das Programmieren, das ist ja Hauptbestandteil meines Ausbildungsberufes, aber zu anderem auch der Kundensupport, der Kundenkontakt, in dem Fall jetzt mit der Verwaltung. Das mache ich auch sehr gerne, auch anderen Leuten weiterzuhelfen bei IT-Fragen. Zum größten Teil bin ich am Programmieren, dabei entwickle ich Software neu oder entwickle bestehende Software weiter in Form von Fehlerbehebungen, also sogenannte Bugfixes oder Funktionserweiterungen, sogenannte Features. Sonst kannst du auch mal im Rahmen von Tickets auftreten, dass man mit Kunden in Kontakt treten muss, also sogenannter Kundensupport. Die Ausbildung sieht so aus: Du bist 3 Tage im Betrieb und 2 Tage in der Berufsschule. Dabei bist du an 2 verschiedenen Berufsschulen. An einem Tag bist du am Berufskolleg Barmen und am anderen Tag am Berufskolleg Haspel. Am Berufskolleg Barmen lernst du die kaufmännischen Sachen, sowas wie Deutsch, Englisch, Wirtschafts- und Betriebslehre, da hast du auch noch viele andere Fächer, die den kaufmännischen Teil der Ausbildung abdecken. Und am anderen Tag hast du, wie gesagt, am Berufskolleg Haspel Unterricht, wo du die ganzen IT-Fächer hast, sowas wie Softwareentwicklung, Hardware, Netzwerktechnik, Elektrotechnik und noch viele andere Sachen.